Ja, moin moin, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge Gold Hunter. Ich habe gesagt, wir machen wieder auf Motion. Das habe ich schon getan. Und mal die ganze Sache abladen, die wir jetzt noch eingekauft haben. Muss man hier abstellen, auspacken. Dankeschön. Da ging man ganz daneben. Geht da rein. Steht der gut so? Da steht er zu weit im Raum. Bisschen zu weit im Raum. Da kommen wir gut ran und die kommen wir sowieso ran. Baut man hier aus. Hier auch. Und den Tisch doch vorstellen. Und die kommen nach hinten. Die kann auch rein. Damit transportieren wir wieder unsere Goldbarren. Tisch reinholen. Ich glaube, uns fehlt noch ein Tisch. So wie ich das sehe. Oder ein Regal. Ich bezeichne die Dinge als Tische. Ist die fest oder ist die gefriest? Ist die gefriest oder? Nee. Jetzt ist sie fest. Ist auch fest. Da müssen noch die rein. Die müssen da noch rein. Die müssen da noch rein. Ah, stellen wir jetzt hier ab. Jetzt fliegen die jetzt nicht bis nach Köln. Aha. Installieren. Dann. Na, geht doch. Der ist auch startklar. Ne, wir haben noch einen Tisch. Gut. Wir müssen unser Teufelsgerät holen. Wir müssen uns eben daran orientieren, wie rum der andere steht. Mietet er im Schnollix? Dann steht er eigentlich gut. Nehmen den auf. Nicht haben, dass der ständig hinten in die Wand reinhaut. Nö, so steht er gut. Erstmal den eben mitnehmen. Und warum ich ständig in die Hocke gehe, verstehe ich nicht. Bisschen noch rüber.
Fest. Der auch fest? Ja. Wunderschön. Wir haben eine zweite Urne. Die brauchen wir erst da reinschmeißen, da reinschmeißen. Eine Urne müssen wir noch kaufen. Oh, ne, brauchen wir wohl kaum, ne? Ich glaube, wir haben Urnen satt. Da muss noch einer von denen bei. Können auch die Wagen direkt hier hinstellen und Material pro wiegen lassen und eine Schüssel dabei. Ne, da müssen wir alles. Wir biegen da hinten und schmeißen das alles in die Schüssel. Und da wird dann unser Goldeimer da. Und wenn wir damit transportieren können, machen wir das. Machen wir das. Da wären wir eigentlich soweit. Wir können, glaube ich, speichern können wir. Die Matten mit nach hinten nehmen. Dann geht das Baggern los. Schmeißen wir die hier in die Mitte. Das sind jede Menge Matten. Jede Menge Matten. Und auch jede Menge Gold bei rauskommen. Günstigsten Fall. No, Rolle aufnehmen, aufmachen, einbauen. Aufnehmen, aufmachen, einbauen. Seite 1 fertig. Schieben wir auf die andere Seite. Daran. Die hinteren müssen uns ein bisschen mehr bewegen. In dem Spiel braucht alles seine Zeit. Das ist auch ein Zeitfresser. Und nochmal, das ist eine Alpha-Version. Ihr braucht euch nicht vorzustellen, dass ihr ein perfekt laufendes Spiel bekommt. So ist es nicht. Es wird jeden Tag dran gearbeitet. Und der Jeff, der Entwickler oder Besitzer des Spiels, streamt auch seine Arbeit.
sehr häufig und sehr, sehr lange. Und das sind 10 Stunden Streams keine Seltenheit. Und auch weitaus mehr. So, wir haben die Anlage fertig. Direkt nochmal speichern. Machen die an. Auf dieser Seite oder auf der anderen. Kriegen wir den hier aufgedreht? Hier kriegen wir auch aufgedreht. Wasser läuft. Licht machen wir auch an. Machen direkt eine Markenspeicherung, bevor uns hier irgendwas abhanden kommt. Wir fangen nämlich dann an zu baggern. Beginnen zu baggern. Das sieht schon mal schick aus. Aber will ich den? Nehmen wir erstmal den. Da ist alles drin. Anmachen. Baggermodus. Ja, dann testen wir mal, ob wir das geregelt kriegen, ne? Mach die Sachen nicht. Hallo. Warum gehst du da runter? Das war nicht lustig. Da hat er mich da runter gedrückt. Der ging daneben. Bin ich jetzt richtig oder nicht? Jetzt bin ich richtig. Machen wir das auch so rum weiter. Wenn ich jetzt den HUD abschalte, was habe ich denn da noch für Anzeigen überhaupt? Könnte man noch alles sehen hier. Ja, geht's ja mal ganz genüsslich ans Baggern. Das geht hervorragend mit der. Mit dem Controller. Wie schon gesagt, ich werde mir zwei Joysticks kaufen. Das heißt, die sind schon bestellt. Wenn ihr das Video seht, dann habe ich die schon lange. Das gibt natürlich nochmal ein ganz anderes Feeling beim Arbeiten. Aber wir sind für diese Folge schon fertig. Ihr dürft liebend gerne ein Däumchen da lassen.
und vor allen Dingen Follower machen, damit der Kanal größer wird. Und ihr dürft natürlich auch einen Kommentar da lassen. Danke, danke, danke. Ich bin damit raus und tschüss, bis zum nächsten Mal.